Guten Morgen, ihr Scheiß-E-Biker. Ja, Off-Season gibt's nicht, oder? Off-Season, was ist das? Kennt einer Off-Season? Nie gehört, kennen wir nicht. Ja, heute, wir waren gestern waren wir noch, wie viel waren wir gestern? Gestern waren wir noch 7. Heute sind wir noch 3. Da waren es nur noch 3. Ja, weil es soll ein bisschen dunkel sein, es könnte das ein oder andere mal schiffen, aber die anderen Jungs haben alle geschwächelt. Genau. Wir gucken mal. Heute, wir sind jetzt schon wieder hier, ja, da waren wir gerade erst, nicht so lange her. Aber wir haben hier noch was Neues, weil der Andrew ist mit dabei. Der zeigt mir heute mal, was zeigst du uns heute? Was Schönes, aber... Ich hab nichts zu sagen. Ich bin Gast. Du bist Gast, ja, aber du bist der Guide, aber ich bin der Gast. Den Trail, den du mir schon ein paar Mal erklärt hast, wir sind tausendmal dran vorbeigefahren. Ich finde das Ding nicht, keine Ahnung. Ja, den aber Andrew weiß, wo ist denn der Zug? Also, gibt was Neues hier auf jeden Fall. Wird spannend. Los geht's. Ja, ja, ja. Also hier sieht es auch noch schön aus. Ja, ich bin mal gespannt, wenn das hier alle sehen, die geschwächelt haben. Es hat die ganze Nacht geregnet, zwar bei uns hier in Mönchengladbach. Ich glaube da, aber nicht, wo wir da jetzt waren. Also die Trails waren echt im super Zustand. Also hätten wir alle nicht gedacht. Und die ganze Tour hat sich auch so richtig geil entwickelt bis... Naja, bis das dann irgendwann doch nicht mehr ganz so schön war für mich. Wir mussten leider dann irgendwie die Tour doch frühzeitig beenden, aber naja, seht selbst. So, jetzt wird's rutschig. Und ich rutsch steig ab. Jesus, aber furztrocken hier. Nice heute. Ich habe oben diese eine fette Wurzel am Anfang. Wo du gerade reinkommst und dann fährst du oben drauf hin. Ja. Da bin ich direkt vorne mit dem Arsch hoch und hing dann auch mit dem Sack auf dem Oberrohr. Unten die Leine, aber da kommst du in so eine Kuhle rein und da verlierst du so. Ja, eben, du musst da oben rum. Ne? Das ist genau wie auf der Fliege, das eine Ding, da wurde auch. Da musst du auch oberhalb halten. Ja, und diese nach dem Tunnel, das lange gerade Stück, da musst du oben bleiben. Wenn du unten Lucy! Wuhu! Hier! Oh! Hab ich den Baumstamm verpasst? Nicht Lappen. Der Curtis fliegt hier schön durch die Gegend und ich fahre dran vorbei. Was ist los? Es rutscht! Mocke! Langsam anrollen. Genau so. Oh, so liebe ich den hier, ne? So liebe ich den wieder. Schön trocken. Was? Richtig nice. Oh, was war das denn? Da liegen jetzt ein Stöckchen hier rum. Das ist das einzige Stück, was geblieben ist hier. Boah. So, jetzt der Racho. Kommt gleich direkt nach dem Einstieg. Die Bodengabel, ja, meine ich ja. Die andere kannst du nicht verpassen. Also ich meine jetzt direkt rechts fahren wieder, ne? Ja, klar. So. Der Einstieg von der Gabel ist ja da. Genau. Ja, aber was kennst du dann nicht? Nein, der wird nicht. Nee, da kommt nichts mehr. Dinger hier. Hier oben sind die Luft.
A little bit of slippery. Nice. Ist heute kein Ding, ne? Ja. Letztes Mal war es so. War schön, geil. Aber das war gut, also richtig nice Bedingungen heute, Freunde. Also für alle Lame Boys, die heute zu Hause geblieben sind, selber schuld. Ja, auf jeden Guck Fall. Guck mal hier, furztrocken, kein Regen, die Trails sind astschocke. Ihr Lappen! So, kleines Motor Maintenance. Ich vermute, hatte ich schon mal gehabt, dass eine von den Steckverbindungen nass geworden ist oder lose oder locker ist. Und der Andrew ist hier mein Retter. Er hat nämlich ein richtig geiles Tool dabei. Guck mal hier, eine richtig schöne, geile Mini-Knarre. Ne? Da kommst du ja richtig super dran. Was ist das für ein Teil? Zeig mal hoch. Ja, von Topic. Topic. Ratchet Rocket. Sollen wir mal gucken? Wie heißt das? Ratchet Rocket. Topic Ratchet Rocket. Das, glaube ich, hole ich mir auch mal. Dann kommt nicht meine dicke Zange hier weg. Obwohl, eine Zange kann man auch mal brauchen. Ne? Ja. Tja, wie es dann immer so ist, ist genau dann, wenn du es nicht brauchen kannst, geht hier was kaputt. In dem Fall hat mein Motor schon ein paar Mal ausgesetzt. Einfach ging er aus, ging er an, musste ihn neu starten, da ging es wieder. Ja, jetzt hat er zum Schluss nach dem letzten gar nicht mehr funktioniert. Deswegen wollte ich jetzt mal gucken, ob das irgendwo mit den Kabeln zu tun hat, aber nee, leider nicht. Hat der Endom jetzt zum zweiten Mal den Arsch gerettet? Dafür darf ich gleich nochmal wiederkommen. Auf jeden Fall. So. Tada. Das lassen wir mal drin stecken. Jetzt sind wir an den Steckern drin. Optisch sieht man natürlich nichts, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist aber auch furztrocken, da ist nichts drin. Ja, warte mal, ich mache ihn einmal aus und an. Hm, nee. Das war's nicht. Tja, das ist etwas, was mich wirklich nervt am E-Bike. Ne? Also wenn der Motor einfach so einen Elektronikfehler hat oder irgendwas drin ist, Fehlermeldung, also hier Fehler 500 und 513, kannst du echt nichts machen. Kannst das Ding nur noch zum Händler bringen, der macht auch nichts, der baut das aus, schickt das nach Bosch. Irgendwie kann da keiner mehr was machen. Das finde ich ein bisschen blöd, weil sonst kannst du eigentlich alles reparieren an der Kiste, wenn irgendwas kaputt ist, außer jetzt irgendein Rahmen gebrochen oder irgendwas wirklich zerstört. Aber alles andere kannst du selber machen, selber fixen, selber austauschen. Aber da bist du leider aufgeschmissen. Tja, Pech gehabt. Das war's dann wohl für den Tag. Bosch, Fehler 513. Laut Pedelec Forum, 513 ist ein neuer Fehlercode, der auf ein Problem an der Antriebseinheit hindeutet. Der Motor wird also getauscht. Was? Super! Aber wie auch immer, du musst mir heute noch den neuen Trail zeigen. Ich will das Ding sehen. Da muss ich jetzt irgendwie raufkommen. Tja, in dem Moment wusste ich noch gar nicht, was ich eigentlich für ein Glück habe, weil ich hatte nicht auf meine Rechnung geguckt, wann ich das Bike gekauft hatte. Und ich hatte das Bike genau gekauft am 15.04.21. Also diese 24 Monate von Bosch, die sind genau in einem Monat rum. Also so gesehen habe ich da echt noch Glück und ich weiß, dass Bosch das auch sehr reglementiert macht und keinen Tag drüber gelten lässt, weil die ja sowieso schon für jedes Scheißbike mindestens zwei Motoren brauchen, wie jeder andere Hersteller übrigens auch. Also ich kenne keinen, der irgendwie mit einem Motor mal lange Zeit hingekommen ist, zumindest der so intensiv biket wie wir. Ne? Aber okay, aber zum Glück habe ich da auch schon im Hinterkopf gehabt, okay, wenn das nicht mehr passt, die Bikeversicherung, die ist mir echt extremst wichtig. Auch für sowas kommt natürlich eine Bikeversicherung auf. Und ihr wisst ja, unten in meiner Videobeschreibung habe ich den Link für euch. Dort könnt ihr euch über einen Konfigurator genau das zusammenstellen, was ihr braucht. Nur Eisdielenbiker, also nur Diebstahl. Oder braucht ihr auch Verschleiß und ja, sowas wie Motor. Könnt ihr euch unter vielen Anbietern den besten raussuchen. Und wenn ihr meinen Code RALLE24 eingebt, kriegt ihr auch noch 15 Euro Cashback. Knusig geil. Was ist da alles dabei an Köpfen? Oh, die filmt immer noch. Lass mal, mal gucken, das nochmal für das Tool. Also was haben wir da alles drin? Wir haben Torx drin. Torx 10, 15, 25. Eigentlich die gängigsten. Auch die fetten
fetten Dingens hier für den ganz dicken Brummer. Achter Imbus. Geht runter bis auf den Zweier Imbus. Reifenheber, cooles Teil. Und Kettennieter auch dabei. Cool. Ja. Ah, und Kettennieter. Kettennieter auch noch dabei. Empfehlung. Verlinke ich euch mal unten im Video. Rekord, bitte. Tut das Schnüffelstück hier so rumoxidiert. Frau Hansen, der geht ja noch. Stabbel nicht, das geht. Frau Hansen, sehen Sie so gut aus. Sie, Frau Hansen, na nu. Tut das Not. Oh, Herr Röhrig. Guck mal, jetzt rettet der Andrew mir das dritte Mal den Arsch. Unbezahlbar. Du bist ein richtiger Arschretter, du. Ja. Das kann man auch falsch verstehen. Nein, wir nicht. Ja, falls ihr das noch nicht kennt, das ist auch für Arschretter-Buddies eine gute Sache. Habe ich tatsächlich auch in meiner Tasche. Weißt du, wie die das immer anzeigen? Das finde ich sogar viel besser, dass man das nämlich so hier einhängt und man setzt sich drauf, weil wenn du das hier machst, dann ziehst du mal an dem ganzen Teleskop-Ding. Ja. Das finde ich so besser. Sitzt du drauf, du merkst es kaum. Ja. Das ist für die Fetischgruppe, ne? So. Genau, ich bremse dann richtig und dann sagst du, so, wir müssen nämlich jetzt nochmal unbedingt darauf, weil der Andrew ist auch mitgekommen, weil er mir heute hier den neuen hier noch zeigen wollte, den ich schon tausendmal gesucht habe und nicht gefunden habe. Das geht ja nicht, dass der jetzt schon wieder nicht gefunden wird von mir. So, und nicht, dass du mir jetzt so lame bist da vorne hier, ja? Jetzt haben wir nämlich hier so ein schönes, geiles Gummiband. Das kann man richtig geil nutzen, weil das Ding ist nämlich auch sehr klein zum Mitnehmen. Man kann es theoretisch mal im Rucksack dabei haben. Wir waren jetzt gerade zum Glück am Auto. Ich habe es bei mir aber auch noch in der Tasche, sodass wir jetzt hier nur einmal den Hügel rauf können. Ich verlinke euch das Teil auch mal unten im Video. Das ist echt cool. Vor allen Dingen ist es gefedert. Dadurch ruckelt das vorne beim Andrew nicht so. Das zieht sich dann relativ sachte hier den Berg hoch. So. Ui. Der hat wieder einer komplett gestückelt, ne? Sollen wir hier mal freiräumen eben? Ja, von gestern auf heute. Ja, aber das ist... gestern alles frei. Komm, mach mal frei jetzt wieder. Schön weit wegschmeißen die Äste. Aber mal, ich komme mit dem Bike da runter, sonst muss ich wieder hochlatschen. So, wieder militante Waldnazis haben mir wieder alles versucht zu blockieren. Aber nicht mit uns. Wow! Unfassbar. Von gestern auf heute. Ja. Machen wir auch noch weg. Oh ja, das ist ein ganz fieser hier, ne? Schön die Erde gesteckt, guck mal. Dann sägen die hier die Äste und Bäume ab. Siehst du das? Die sägen hier die Natur ab, damit wir hier nicht langfahren können. Ja, kann man sehen. Eindeutig abgesägt. Krass. Ja, vor allen Dingen hier, die ganzen Bäume sind ja auch alle abgesägt. Ja, das macht doch keiner alleine hier. Guck mal. Ja. Guck mal, wie schwer das Ding ist. Aber wenn wir den jetzt da runtergeschmissen haben, dann kriegen die den nicht mehr hoch. Warte mal, jetzt müssen wir kurz anheben. Warte mal. Komm, hier, schieb den mal und ich heb den hier so hoch. Und. Na, guck mal, da werden hier Bäume gefällt. Wenn Bäume gefällt, damit wir hier nicht mehr langfahren. Der kann eigentlich bleiben hier, oder? Ja. Haben wir noch nicht gesehen. Und die Stöcker da hochgestellt. Heißt aber ehrlich, Leute, frage ich mich, was machen wir kaputt? Guck mal hier, dann sind hier irgendwelche anderen Assis, die schmeißen hier Müll in den Wald. Wahrscheinlich der gleiche Typ. Will nicht, dass seine Deponie hier befahren wird. Mann, Mann. Die Dachpappe, ne? Ja. Die liegt schon 100 Jahren noch da. Jetzt habe ich wieder. Jetzt gerade war keiner, jetzt habe ich wieder. Jetzt gehen wir an aus. Mal gucken, wie lang es geht. So, ich weiß nicht, ob man es hört. Hab mal gehört, es bleibt mal drückt, dann ist so laut. So, neben dem Fehler 500, den 513 macht er jetzt, also er läuft mal wieder. Und jetzt macht er ganz komische Summgeräusche. Würde mich nicht wundern, wenn da gleich Flammen rauskommt.
Na egal, wir fahren noch ein bisschen und dann geht er ab in die Werkstatt. So, jetzt zum Abschluss sind wir dann den Trail, den wir gerade freigeräumt haben, wieder noch einmal schön gefahren. Und eigentlich wirklich ein richtig schön, nice angelegter Trail, also echt gut. Ich kann auch echt die Leute nicht verstehen, die jetzt hier den Wald zerstören, tatsächlich Wald zerstören. Wir fahren ja nur irgendwo durch, wir machen doch nichts kaputt, wir knicken ja nicht mal Äste ab, also wirklich. Und wenn Bäume gefällt, damit wir da nicht langfahren. Also hier haben die Jungs ein bisschen gebuddelt, da ein kleines Loch gemacht und dahinter gleich wieder aufgeschüttet. Oder einen umgestürzten Baum, da war auch angeschüttet, war auch alles weggeräumt. Ah, ich verstehe das nicht, was das immer soll, dieses Reinlegen. Also mehr kaputt machen als das, was wir überhaupt hier. Wir machen doch nur ein Pfad, Leute. Guckt doch mal hier. Hier wird nichts zerstört. Wir fahren hier lang. Wir rutschen da runter. Natürlich bewegen wir hier und da ein bisschen Stein, aber da geht nichts kaputt. Da geht kein Baum von kaputt. Also ich verstehe es nicht, was da an manchen Leuten das Kopf vorgeht. Ah, ihr scheiß E-Biker. Mein scheiß E-Bike hat mich wieder im Stich gelassen. Verdammt. Na, Fehler 500, 513, irgendwas am Motor. Gerade eben hat mich ja noch einmal der Andrew den Berg hochgezogen für diesen neuen Trail, der übrigens sehr geil ist. Ja, der Motor hat mich aber im Stich gelassen. Bosch hat mich mal leider, ja gut, jetzt ist schon lange her, ich glaube anderthalb Jahre, letztes Mal. Jetzt ist kurz vor Garantieende. Nächsten Monat ist die Garantie zu Ende. Ich hoffe, es gibt keine Probleme. Aber Motor macht nichts mehr. Hat gerade ein paar Mal ging noch an, aber dann so, also habe ich schon Angst gekriegt. Naja, fackelt dann ab. So, der Curtis, der hat noch nicht die Schnauze voll. Der geht noch mal rauf. Genau. Und Andrew auch noch mal. Noch. Ah, Andrew Harder, die sind noch beide, weil das Wetter ist heute, ey, so Freunde, das ist so geil. Können wir wieder sehen, Wetterbericht war sowas von für den Arsch. Wir hatten noch nicht mal einen Tropfen Regen, aber gar nichts, kein Tropfen Regen. Also hört nicht drauf, was die Leute sagen. Guckt aus dem Fenster, es ist warm, geht biken. Alles klar, wir sehen uns. Ciao, Bella.